Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paterhof, Beziehungscoach. Mein neues Buch kommt bald raus, neue Dimension der Liebe. Ne? 11. April, meine Arbeit findest du auf liebische.de und neuer Resilienzkurs, Selbstliebe-Challenge geht wieder los und so weiter und so weiter. Datingkurse, Liebeskummer und ja, heute haben wir so das Thema, was ist denn so, wenn ich meine Standards jetzt gesetzt habe in so einem Datingprozess und der macht dann, was ich gerne möchte, ne? Und ich habe dann aber trotzdem ein Problem damit, ne? So, hallo Christian, ich hatte dir vor einer Zeit schon mal geschrieben, vielleicht verlinke ich das hier oben mal, Probleme mit nicht exklusiven Affären, vielleicht interessiert dich ja ein Update zu meiner Situation. Jedenfalls habe ich mich auf dem Datingmarkt geworfen und nach kurzer Zeit einen tollen Mann kennengelernt. Daraufhin habe ich die Affäre eiskalt beendet, die du scheinbar noch hattest. Meine Affäre war zuerst auch scheinbar d'accord damit, jedoch erhalte ich bis heute irgendwelche belanglosen Nachrichten oder Anrufe auf die Mailbox, die ich natürlich nicht beantworte. Good for you. Nach einer Datingphase, in der alles gut lief, regelmäßige Treffen, Kinder des neuen Mannes kennengelernt und so weiter, habe ich diesen dann gemäß dem Motto Choose me or lose me gefragt, wo denn das mit uns hinführe. Ja, da habe ich schon, das verstehe ich schon nicht. Wie kann man denn erst die Kinder kennenlernen? Also, ich meine, das ist jetzt nicht dein Thema, aber von dem Mann. Die Kinder kennenlernen und dann klären, ob man eine Beziehung hat. Sag mal, ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso klärt man das denn nicht vorher? Gibt es noch irgendwie alte Werte in dieser Welt? Ich werde wahnsinnig. Ich werde einfach wahnsinnig, ey. Aber gut, das. Aber solltest du vielleicht demnächst auch mal, auch wenn es nicht deine Kinder sind, mal fragen, ob das denn so schlau ist. Und dann begann das Drama. Er war sich auf einmal extrem unsicher, sich zu committen. Toxische Vorbeziehung mit einer Frau, mit der er jetzt zwei Kids hat. Ja, aber das sagen natürlich immer alle, der andere war so toxisch, aber naja. Unterbewusst habe ich diese Mauern davor gespürt und war natürlich sehr verletzt, war bereit, ihn gehen zu lassen, beziehungsweise kommunizierte, dass mir das nicht reicht und ich dann keinen Kontakt mehr will. Ich glaube, mit so viel Standfestigkeit hat er nicht gerechnet. Jedenfalls ist er dann in sich gegangen und meinte, er würde es gern probieren. Okay. Mhm. Also wie man das klären kann, nachdem man die Kinder kennengelernt hat, raff ich trotzdem überhaupt nicht, aber gut. Jetzt zu meinem Problem. Irgendwie fühle ich mich, obwohl ich ja meinen Standard durchgesetzt habe, als ob ich ihn zu etwas gezwungen hätte. Ja und? Das heißt gezwungen, hätte auch Nein sagen können. Das versteht ihr falsch. Also man denkt immer so, der andere müsste von sich aus drauf kommen, dass er bestimmte Sachen macht, aber so funktioniert das nicht. Also ihr gebt eine bestimmte Energie in die Welt rein, eine ganz klare Energie von das suche ich und das hätte ich gern. Und dann reagiert das Universum drauf und das reagiert entweder drauf, dass der Mann, den du gerade datest, der dann auch in einen anderen Vibe kommt oder es passt nicht, nur lernst vielleicht jemand Neues kennen, so, ne? Aber das ist kein Zwingen, ihr kann ja Nein sagen. So, du sagst quasi nicht zu dem Mann, sondern zum Universum, das hätte ich gern. Und ich bin bereit, zu allem anderen Nein zu sagen. Und das ist ein ganz starker Vibe und auf den reagieren Menschen. Das genauso wie Frauen das bei Männern toll finden, wenn Männer ganz klar sagen, was sie wollen und dass sie das antörnt und sie den Mann dann auch haben wollen, wenn er sie auch haben will. Das ist kein Manipulieren oder Zwingen. Das ist ja Selbstbewusstsein und ja klare Energie. Ich habe Angst, dass er keine ausreichenden Gefühle für mich hat. In Folge ziehe ich mich zurück und habe Angst vor dieser Beziehung. Ja, guck mal, jetzt kommst du in dein Thema rein, ne? Ich bin ja selber co-abhängig, bindungsvermeidend. Gleichzeitig ist die Situation mit der Ex-Freundin sehr schwierig für mich. Klar, dass er aufgrund seiner Kinder den Kontakt halten muss. Er hat mir auch versichert, dass die Beziehung vorbei ist. Dennoch habe ich das Gefühl, er hängt noch an ihr. Ja, das ist natürlich nie gut. Das muss ich natürlich zugeben. Nur, das hättest du ja auch vielleicht in Zukunft mal klären können, bevor du überhaupt fragst. Also bevor ihr die Kinder kennenlernt, bevor du überhaupt du selber überlegst, ob du mit ihm Beziehung haben willst, ob du ihn überhaupt haben willst. Also bevor du ihn fragst, ob er dich will, vielleicht immer zu fragen, ob du ihn willst überhaupt, ne? Dennoch, ich habe das Gefühl, er hängt noch sehr an ihr. Ich habe das Bedürfnis, die Beziehung zu verlassen, als wäre ich in etwas reingeraten, wo ich mich
schlecht raus retten kann. Du kannst ja immer gehen. Aber okay, wenn du denkst, du wirst wieder liebessüchtig, dann solltest du natürlich auf jeden Fall gehen. Und zusehen musst, wie die Ex immer noch den Vorrang erhält. Ja, das solltest du natürlich nicht machen. Aufgrund der gemeinsamen Kinder. Nee, das ist aufgrund seiner Entscheidung. Das hat mit den Kindern nichts zu tun. Das ist, dass er sich entscheidet, die Beziehung so zu führen, dass du dich nicht als Nummer eins fühlst. So, ne? Das ist, hat mit den Kindern gar nichts zu tun. Nichts. Ich meine, die sind jahrelang getrennt. Also ist das irrational? Nee. Nee. Sie ruft ihn beispielsweise an und bittet ihn zu kommen, wenn sie weiß, dass ich da bin, was er dann aber auch ablehnt. Na gut, was sie macht, das muss euch ja nicht interessieren, ne? Trotzdem verbringen beide noch gefühlt viel Zeit miteinander. Ja, also ich würde mir sowas nicht antun, ne? Ich kann Bock drauf, ey. Ganze neumodische Kram, ey. Angeblich wegen der Kinder, die beiden wohnen auch viel näher aneinander. Ich finde, wir passen eigentlich super zusammen und sind ein gutes Match, brauchen beide viel Freiheit und sind auch beide bindungsvermeidend. Würdest du eher nach einem Match suchen, das besser passt? Ich merke, dass ich nicht so viel zurückstecken will. Ich frage mich, ob ich zu Meckerin bin, ob es mich in der Tat zu kompliziert mache. Gleichzeitig habe ich das Objekt bei der Begierde ja jetzt gesichert und merke, dass ich nach Fehlern suche. Ja, ich verstehe das Dilemma. Ihr könnt ja auch gerne mal kommentieren, was ihr so denkt. Aber wenn du das Gefühl hast, du bist nicht die Nummer eins, und das würden deine Freundinnen auch sagen, die das so beobachten, und das ist jetzt nicht so ausgedacht und Schwächenzoom-mäßig, ja, würde ich das auch nicht machen. Warum sollst du die Nummer zwei sein? Hast du nicht verdient. Und ja, trotzdem verstehe ich das Problem. Aber eigentlich meint man so mit Schwächen suchen wirklich so absurdere Sachen. Das ist ja schon ein handfester Punkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, ja, ist schon hart dran an Dealbreaker, aber das musst du ja sowieso für dich definieren. Und ich kann das ja auch, ich weiß ja nicht, wie das jetzt läuft, ne? Genau, ich kann das nur aus dieser Mail hier sehen, aber vielleicht hast du auch aufgrund deiner Bindungsangst wieder jemanden gesucht, der jetzt verfügbarer ist. Das ist ja auch gut, das ist ja auch ein Fortschritt, aber vielleicht kannst du mal so rumdenken, ob du dir Männer suchst, besser jetzt, aber immer noch zum gewissen Stück, die nicht 100% verfügbar sind. So würde ich es mal umdrehen und nicht so viel auf ihn gucken. Ja, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald.